Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietikers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Dienstag, der 15. November 2016. Der DAX hat seine Stärke vom gestrigen Morgen nicht halten können. Am Ende war es dann gestern immer noch ein Plus von 0,24%. Aber der Leitindex hat eben intraday doch wieder etwas verloren und hat etwas Abstand gewonnen. Zum Widerstand bei etwa 10.830 Punkten. Bei den Nebenwerteindizes reichte es noch nicht einmal für eine positive Tagesperformance gestern. Der MDAX, der TecDAX und auch der SDAX gingen etwas schwächer aus dem Tagesrennen. An der Wall Street, die Wall Street kann man vielleicht so ein Stück weit als gespaltene Persönlichkeit gestern sehen. Der Dow Jones Industrial Average war nämlich minimal im Plus. Der S&P 500 mehr oder weniger unverändert oder ganz leicht im Minus. Und der Nasdaq 100 schon etwas spürbarer auf der Minusseite im per Handelsende mit in diesem Fall einem Minus von 1,05%. Kommen wir gleich zu einem Konjunkturschlaglicht für Deutschland, nämlich das Wirtschaftswachstum. Das Statistische Bundesamt meldete heute für das dritte Quartal ein bereinigtes Wirtschaftswachstum von 0,2%. Das ist ein Quartalsvergleich, also das dritte Quartal oder die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal. Die Dynamik hat sich etwas abgeschwächt. Im zweiten Quartal lag das Wachstum ja noch bei 0,4% und im ersten Quartal sogar noch bei 0,7%. Es gab Rückenwind oder tendenziell Rückenwind durch den inländischen Konsum. Die vorläufige Rechnung ergab, dass in Ausrüstungen etwas weniger investiert wurde. Bei Bauten lagen die Investitionen etwas höher als im zweiten Quartal. Und von dem Außenhandel gab es eher einen Bremseffekt. Die Exporte waren etwas rückläufig und die Importe dagegen etwas anziehend. Kommen wir noch zu einem Unternehmensschlaglicht, nämlich Indus Holding. Die Beteiligungsgesellschaft berichtete über das erste Dreiviertel des Geschäftsjahres. Der Umsatz wurde um 3,9% ausgeweitet auf 1075,5 Millionen Euro. Darin steckt auch ein wenig akquisitionsbedingter Rückenwind. Das operative Ergebnis plus 7,8% auf 106,6 Millionen Euro, also etwas überproportional gesteigert zum Umsatz. Das Nachsteuerergebnis sogar plus 10,9% auf 57,1 Millionen Euro. Die Aktie ist ja seit dem Juni tief bei weniger als 40 Euro, eigentlich ganz schön gelaufen. Zuletzt machte sie aber einen etwas ermüdeten Eindruck. Und damit kommen wir zum Terminkalender mit Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist angesetzt für Deutschland oder aus Deutschland der ZDW-Index der Konjunkturerwartungen. Für die Eurozone war für heute angesetzt oder ist für heute angesetzt die Information über die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal aus den USA am Nachmittag unserer Zeit, die Information über den Einzelhandelsumsatz oder die Entwicklung beim Einzelhandelsumsatz und auch der Empire State Manufacturing Index ist für heute angesetzt. Außerdem am Abend unserer Zeit eine Rede von Fischer, dem Vizepräsidenten der amerikanischen Notenbank. Vielleicht hat er ja für die Märkte noch das ein oder andere im Gepäck, woraus man dann zwischen den Zeilen und an den Lippen und was weiß ich, woraus auch immer Ableitungen versuchen mag, ob die Fed tatsächlich dann im Dezember einen Zinsschritt vornimmt oder nicht. Außerdem heute eine ganze Reihe von Unternehmensnamen wieder auf dem Terminzettel. Deutsche Wohnen beispielsweise, EasyJet, Manns, Merck, KGaA, also die deutsche Merck, auch Talangs und auch United Internet. Abschließend, der DAX heute Morgen ungefähr auf der Höhe des gestrigen Schlusskurses. Somit ist der Ausbruch aus der neutralen Range noch immer nicht gelungen. Schauen Sie aber nicht nur auf den Index, bitte. Wir hatten ja vor kurzem im Frankfurter Börsenbrief auf Commerzbank hingewiesen und diese Aktie ist in den letzten Tagen ja schön durch die Decke gegangen. Also daran können Sie vielleicht schon etwas ablesen, dass es eben nicht nur um den Index geht und dass es selbst bei einem Index, der jetzt für sich allein genommen vielleicht nicht allzu dynamisch wirkt, immer noch Chancen geben kann. Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.